Willkommen auf My Story. Oft handelt es sich bei Überlebensgeschichten in der Wildnis um Männer, denn sie sind große Abenteurer und suchen oft nach Herausforderungen. Doch auch Frauen geraten nicht selten in extreme Situationen und tun alles, um zu überleben. Heute erzähle ich Ihnen von drei Frauen, die sich in der Wildnis verirrt haben und durch die Hölle gegangen sind, um zur Zivilisation zurückzukehren. Los geht's! Am 24. Dezember 1971 verlor ein Flugzeug, das über den Amazonas-Dschungel in Peru flog, die Kontrolle aufgrund eines Blitzschlags und stürzte in den tropischen Wald. An Bord befanden sich 92 Personen, alle kamen ums Leben, außer einer 17-jährigen Schülerin namens Juliane Köpzke. Das Mädchen wachte erst am nächsten Tag nach der Katastrophe auf. Sie hatte sich das Schlüsselbein gebrochen, das rechte Auge verletzt, eine Gehirnerschütterung erlitten, ein Band im Knie gerissen und hatte zahlreiche Schnitte, darunter auch tiefe Wunden. Juliane war lange Zeit nicht in der Lage, etwas zu unternehmen, da ihr gesundheitlicher Zustand dies nicht zuließ. Sie verlor regelmäßig das Bewusstsein und hatte aufgrund der Schwellung an einem Auge eine eingeschränkte Sicht. Ihre Brille war verloren gegangen. Allmählich kam sie wieder zu sich und versuchte, ihre Mutter zu finden, die neben ihr saß, jedoch ohne Erfolg. Nachdem sie auch keine anderen Überlebenden gefunden hatte, entschied sich das Mädchen 4 Tage nach der Katastrophe, nicht länger auf Rettung zu warten und alleine zu den Menschen zu finden. Die Rettungskräfte konnten das Flugzeug aufgrund der starken Regenfälle nicht finden und die Baumkronen verdeckten die Wrackteile. Juliane hörte und sah die Rettungsflugzeuge, aber sie konnten sie nicht sehen. Sie hatte nichts, womit sie auf sich aufmerksam machen konnte. Aufgrund ihrer Überlebenskenntnisse im Dschungel, die sie von ihrem Vater gelernt hatte, machte sich Juliane auf die Suche nach Hilfe. Zuvor durchsuchte sie die Wrackteile nach Nahrung, fand aber nur eine kleine Tüte mit Bonbons, die sie mitgenommen hatte. Später entdeckte sie auch einen ziemlich großen Kuchen, der beim Absturz mit Schlamm vermischt wurde und in diesem Zustand ungenießbar war, weshalb Juliane nur die Bonbons mitnahm und den Kuchen zurückließ. Das hatte sie später etwas bereut. Sie stieg in einen Bach, der in der Nähe der Absturzstelle floss und folgte dem Wasserlauf. Sich im flachen Bach zu bewegen war einfacher als durch den Dschungel zu laufen. Außerdem war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie, wenn sie dem Bach folgte, auf Menschen treffen würde. Im Dschungel begegnete Juliane wilden Tieren. Im Wasser gab es sowohl Schlangen als auch Fische. Nachts konnte sie wegen der Insekten und ihrer schmerzenden Wunden kaum schlafen. Außerdem begann sich an ihrer rechten Schulter ein Abszess zu entwickeln, in dem sich Maden einnisteten. 10 lange Tage überlebte Juliane im Dschungel, bis sie schließlich ein verteutes Boot entdeckte. Als sie sich umsah, bemerkte sie auf einer Anhöhe ein provisorisches Dach aus Blättern und Ästen. Aufgrund ihrer geschwächten Verfassung schaffte sie es lange nicht, den niedrigen Hang hinaufzuklettern. Schließlich stellte sie fest, dass der Unterschlupf zum Schutz des Bootsmotors gebaut worden war. Stark geschwächt schlief das Mädchen auf dem Erdboden neben dem Motor ein. Sie wurde durch Stimmen geweckt. Es waren 3 Männer aus dem Dorf Puerto Inca, das am Fluss Rio Pachitea lag. Als sie das erschöpfte Mädchen sahen, eilten sie ihr zur Hilfe. Sie behandelten Julianes Wunde am Unterarm mit Benzin und konnten einen Großteil der Maden entfernen. Danach brachten sie das Mädchen in das nächste Dorf, wo ihr in einem örtlichen Krankenhaus professionelle medizinische Hilfe geleistet wurde. Die nächste Geschichte ereignete sich im Jahr 1983 mit einer Frau namens Tammy Oldham Ashcraft. Sie und ihr Freund überführten eine Yacht für den neuen Besitzer über den Ozean. Ihre Route führte von Tahiti nach San Diego, nichts Ungewöhnliches, denn sie hatten das bereits mehrfach getan. Doch dieses Mal wurden sie mitten auf dem Weg unerwartet von einem Hurrikan der Kategorie 4 überrascht. In solch extremen Bedingungen hatte die kleine Yacht kaum eine Chance.
Riesige Wellen von 15 Metern Höhe prallten auf das Schiff. Der Freund schickte Tami in den Laderaum, während er selbst am Steuer blieb. Als die Yacht kenterte, wurde der junge Mann über Bord geworfen und verschwand für immer. Tammy Ashcraft kam einen Tag nach der Katastrophe im umgekippten Schiff wieder zu Bewusstsein. Sie war verletzt und litt unter starken Kopfschmerzen. Mit Schrecken stellte sie fest, dass ihr Freund, den sie heiraten wollte, tot war. Es dauerte einige Tage, bis sie den Schock überwunden hatte und erkannte, dass sie noch lebte und sich selbst retten musste. Der Motor der gekenterten Yacht war defekt, der Mast gebrochen und die Funkverbindung ausgefallen. Tami machte sich an die Arbeit. Zuerst versuchte sie, das Schiff wieder aufzurichten. Sie wartete auf die Wellen und verlagerte die gesamte Ladung auf eine Seite des Schiffs. Schließlich gelang es ihr, die Yacht wieder aufzurichten. Dann begann Tami, den Mast mit den verfügbaren Materialien zu reparieren. Sie schaffte es, eine provisorische Konstruktion zu bauen und die Yacht segelte mit einer Geschwindigkeit von 2 Knoten pro Stunde. Das war wenig, aber besser als nichts. Die Vorräte waren für 2 Personen ausgelegt, sodass sie genug zu essen hatte. Tami baute ein Zelt, um Tau und Regenwasser zu sammeln und begann zu fischen, was ihre Ernährung ergänzte. Ganze 40 Tage segelte Tami Ashcraft Richtung Zivilisation. In dieser Zeit verlor sie 18 Kilogramm Gewicht. Schließlich erreichte die Yacht den Hafen von Hawaii. Trotz Erschöpfung, starker Depression und gesundheitlicher Probleme war Tami klar, dass sie überlebt hatte. Später schrieb sie ein Buch über ihr Überleben. Basierend auf dieser Geschichte wurde kürzlich der Film Adrift gedreht. Und die letzte Geschichte ereignete sich im Sommer 1921, als eine anglo-kanadische wissenschaftliche Expedition zur Wrangelinsel im Nordpolarmeer aufbrach, um das unzugängliche Land zu erobern und dort Siedlungen zu gründen. Die Expedition bestand aus 4 Männern und einer jungen Frau namens Ada Blackjack. Sie war keine professionelle Polarforscherin wie die anderen Mitglieder der Mannschaft. Die 25-jährige Frau sollte bei der Essenszubereitung helfen und den Haushalt führen. Ada wagte sich auf diese gefährliche Reise, um Geld für die Behandlung ihres kranken Sohnes zu verdienen. Anfangs lief alles gut. Die Expeditionsteilnehmer hatten Vorräte an Lebensmitteln und Waffen zur Jagd. Doch der erste Winter setzte der Mannschaft schwer zu. Die Nahrungsmittelvorräte gingen schnell zur Neige und die Jagd, auf die sie große Hoffnungen gesetzt hatten, brachte keinen Erfolg. Nachschub sollte im nächsten Sommer kommen, aber wegen der schlechten Eisbedingungen konnte das Schiff die Insel nicht erreichen. Dasselbe passierte ein paar Monate später und die Nahrungsmittelknappheit wurde katastrophal. Bald erkrankte eines der Crewmitglieder, Knight, an Skorbut. Die anderen 3 Männer konnten die harten Bedingungen nicht länger ertragen und beschlossen, auf das Festland zurückzukehren, um Hilfe zu holen. Ada weigerte sich mitzugehen und sagte, sie wolle bei dem kranken Knight bleiben und sich um ihn kümmern. Die Männer segelten los, erreichten aber nie das Festland und verschwanden spurlos im Ozean. Bald darauf starb der an Skorbut erkrankte Knight und Ada blieb allein auf der wilden, gottverlassenen Insel. Eine wahre Robinson-Frau. Ada lernte, Polarfüchse zu jagen, um zu überleben. Sie führte ein Tagebuch und las die Bibel. Monate vergingen und niemand kam, um sie zu retten. Ihre einzige Gesellschaft war der Expeditionshund, den die Mannschaft vom Festland mitgebracht hatte. Zusammen mit dem Vierbeiner überlebte Ada ganze 5 Monate, bis schließlich ein Schiff zur Wrangelinsel kam und die stark geschwächte Frau gerettet wurde. Mit dem Geld, das sie von der Expedition erhielt, konnte sie ihren kranken Sohn behandeln lassen. Später bekam sie noch ein weiteres Kind und lebte bis zu einem Alter von 85 Jahren. Das sind die starken Frauen, die es in unserer Welt gibt. Das war's für heute. Vergessen Sie nicht, einen Like zu hinterlassen, den Kanal zu abonnieren und sich weitere Videos anzusehen.